Es ist endlich passiert. Bitcoin hat die 100.000 US-Dollar geknackt. Ein historischer Moment für die Mutter aller Kryptowährungen, den der Space auf seine ganz eigene Art und Weise zelebriert. Viele langjährige Investoren und auch Neueinsteiger fragen sich jetzt, wie geht es mit Bitcoin weiter? Was sind mögliche Kursziele und wie wahrscheinlich ist eine Korrektur? Darauf gibt es jetzt die Antworten. Bleibt dran! Um sagen zu können, wie es mit Bitcoin weitergeht, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Warum pumpt Bitcoin? Die Gründe dafür sind vielfältig. Angefangen hat alles mit ihm hier. Hello Bitcoiners, thank you very much. Hello, it's good to be with you. Wie wir alle wissen, hat Trump die US-Wahl klar für sich entschieden. Der Kryptospace jubelt. Kein Wunder, schließlich versprach der Republikaner unter seiner Führung, die USA zum Krypto-Hub der Welt zu machen. Schaut man auf den Kurs, sieht man, dass Bitcoin seit dem Wahlausgang um 35.000 US-Dollar zugelegt hat. Das ist der größte nominale Anstieg seiner Geschichte. In der Zwischenzeit ist aber noch mehr passiert. Gary Gensler, der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, ist zurückgetreten. Er galt lange als Nemesis des Kryptosektors, vor allem in den USA. Unter seiner Führung verklagte die SEC eine Reihe namhafter Kryptounternehmen wie Coinbase, Binance, Kraken, Consensus oder auch Ripple Labs. Der Vorwurf, sie würden sich nicht an die Gesetze halten. Für seine Nachfolge ist der aussichtsreichste Kandidat er hier, Paul Atkins. Donald Trump hat ihn nun offiziell nominiert. Einer der Gründe dafür ist Atkins' Affinität mit dem Kryptosektor. Zu den Kunden seiner Beratungsfirma Potomac Global Partners zählten unter anderem Kryptobörsen und Blockchain-Projekte. Durch die Nominierung hofft man nun, dass sich die Beziehung zwischen der SEC und der Kryptobranche entspannen könnte. Aber allgemein hat sich das Sentiment für Bitcoin enorm aufgehellt. Die Kryptowährung scheint immer mehr in der breiten Öffentlichkeit als Asset akzeptiert zu werden. Der ETF von BlackRock hat mittlerweile zum Beispiel mehr Volumen als der hauseigene Gold-ETF und dabei ist der Investmentfonds noch nicht mal ein Jahr alt. Dass Bitcoin eine ernstzunehmende Konkurrenz für Gold sein könnte, das sieht mittlerweile auch Jerome Powell so. Und das ist immerhin der Chef der US-Notenbank Fed. Mittlerweile setzt sich die USA sogar ernsthaft mit dem Thema auseinander, eine eigene strategische Reserve aufzubauen. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag gibt es dafür schon. Und nicht zuletzt wäre dann noch das allgemeine Interesse der Kleinanleger an Bitcoin. Schaut man auf Google Trends, dann nahm das weltweite Suchvolumen nach der Kryptowährung besonders nach der US-Wahl stark zu. Kurzzeitig suchten mehr Leute nach Bitcoin als nach Gold. Ein weiterer Indikator, dass Retail-Investoren sich verstärkt mit Bitcoin beschäftigen, ist der hier. Sowohl die Zuschauer als auch die Abonnentenzahlen der Krypto-Influencer auf YouTube schossen seit November wieder in die Höhe. Okay, wir kennen jetzt die Gründe für Bitcoins heftigen Preisanstieg, aber wie geht es jetzt weiter? Was wären mögliche Kursziele und wie realistisch sind die ganzen bullischen Prognosen überhaupt, die man jetzt so hört? Darüber haben wir uns mit Alexander Höppner unterhalten. Er ist CEO von AllUnity, einem Stablecoin-Unternehmen und war vorher Geschäftsführer der Kryptobörse BitMEX. Er meint: Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Frage. Jetzt haben wir viele positive Nachrichten gehört. Jetzt haben wir neulich die Ankündigung gehört, dass es ja faktisch digitales Gold ist, nochmal bestätigt und. Und werden jetzt nach Regierungsbildung auch Themen umgesetzt, ja, im Sinne von, wenn jetzt strategische Reserven aufgebaut, dann glaube ich, sehen wir in nicht allzu langer Zeit auch 300.000, ja, weil einfach dann massiver Bedarf in den Markt reindrückt. Also von daher 300, das sehe ich schon als machbar. 300.000 US-Dollar für einen Bitcoin, was wäre denn da ein realistischer Zeithorizont? Das hängt jetzt wirklich ein bisschen davon ab, wie schnell Taten den Worten folgen. Also wenn jetzt wirklich die US-Regierung eine strategische Bitcoin-Position aufbauen würde, dann können wir das sogar nächstes Jahr sehen. Ich glaube, es ist ein bisschen langfristiger ist es schon. Ich glaube, ich habe mal vor 2, 3 Jahren gesagt, 100.000 sehen wir. Es hat dann auch 2, 3 Jahre gedauert. Ja, aber das hängt jetzt wirklich davon ab. Aber sag mal, es wäre nicht unrealistisch im nächsten Jahr. Und wenn du jetzt sagst, das war's, besser wird's nicht mehr, dann warte, denn... Das war's noch nicht. Denn es gibt definitiv noch einige entscheidende Events für Bitcoin, die du als Experte oder auch als Neueinsteiger auf dem Zettel haben solltest. Schauen wir uns die mal genauer an. Zum einen wäre da der Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar. Der könnte zahlreiche politische und wirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen, die den Bitcoin-Markt maßgeblich beeinflussen könnten. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. Besonders sein 100-Tage-Plan könnte neue Impulse für die Wirtschaft setzen, die auch den Bitcoin-Preis antreiben könnte. Sollte der aber wieder erwartend nüchterner ausfallen, könnte es zu einer Korrektur kommen.
Das zumindest sieht auch Alexander Höppner so. Ja, ganz genau. Also wenn jetzt die Trump-Regierung wirklich sagt, hey, wir bauen jetzt eine strategische Position auf, dann siehst du, wirst du auch, glaube ich, sehen, dass der Preis stärker nach oben geht. Wenn das eine verhaltene Meinung wird, glaube ich, gibt es eine Korrektur. Aber? Das heißt, du wirst langfristig einen viel stärkeren Push da reinsehen, der auch zu einer Kurssteigerung führen wird. Aber eben langfristiger. Wenn sie jetzt wirklich sagen, wir müssen jetzt hier eine strategische Position aufbauen, ja klar, dann siehst du es kurzfristig, weil dann wird mordsmäßig Druck auf den Markt kommen. Allgemein wird der 20. Januar definitiv ein sehr wichtiger Tag für den Kryptomarkt werden, denn da wird auch klar, wer der neue Chef der SEC werden wird. Sollte es tatsächlich Paul Atkins sein, der das Amt übernimmt, könnte das dazu führen, dass nicht nur die SEC allgemein kryptofreundlicher wird, sondern vor allem auch Rechtsstreitigkeiten mit großen Krypto-Playern beiseite legen könnte. Das wiederum könnte positive Effekte auf die Kurse haben. Außerdem wird wichtig, wie es in puncto Kryptoregulierung überhaupt weitergehen wird in den USA. Mit FIT 21 gab es schon mal einen Gesetzesvorstoß, allerdings dürfte erst nach Trumps Amtsantritt das ganze Thema Regulierung überhaupt angegangen werden. Der Markt geht auf jeden Fall davon aus, dass ein mögliches Rahmenwerk zugunsten von Krypto ausfallen dürfte. Dafür spricht, dass die Republikaner nicht nur den Präsidenten stellen, sondern auch die Mehrheit im Kongress haben. Das macht es einfacher, Pro-Krypto-Gesetzgebung durchzubringen. Es gibt aktuell Überlegungen, weite Teile des Kryptomarktes nicht der SEC, sondern der CFTC zu unterstellen. Die Behörde gilt allgemein als weniger aggressiv, was Durchsetzungsmaßnahmen angeht. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die Idee einer nationalen Bitcoin-Reserve aktuell en vogue zu sein scheint. In Brasilien, immerhin der größten Volkswirtschaft Südamerikas, wurde gerade ebenfalls ein Gesetzesvorschlag für eine nationale Bitcoin-Reserve eingereicht. Und auch im Präsidentschaftswahlkampf in Polen kursiert diese Idee. Grundsätzlich lässt sich sagen, je mehr Staaten sich mit Bitcoin beschäftigen, desto besser für den Kurs. Es stärkt nicht nur das Vertrauen in die Kryptowährung, sondern auch die Nachfrage auf globaler Ebene. Und dann wäre dann noch die Kryptoregulierung MiCA, die ab dem 31. Dezember in der EU aktiviert wird. Damit bekommt der europäische Wirtschaftsraum eine einheitliche, harmonisierte Kryptoregulierung. Das dürfte das Vertrauen in die Branche stärken und weitere Investoren von der Asset-Klasse überzeugen. MiCA macht das Würstchen. Wie ihr seht, Bitcoin und der Kryptomarkt haben noch einen langen Weg vor sich, selbst noch vor Beginn des nächsten Jahres. Wenn du denkst, dass 100.000 das Ende der Fahnenstange war, liegst du komplett falsch. It's false. No way. Not this time. Wir haben zu diesem Thema bereits ein Video gemacht, in dem wir die Frage beantworten, bin ich zu spät, um in Bitcoin einzusteigen? Das findest du hier. Wenn du mehr über Cash-Out-Strategien erfahren möchtest, empfehlen wir dir dieses Video. Was denkst du? Wird Bitcoin noch weiter steigen oder steht eine Korrektur bevor? Schreib es uns gerne in die Kommentare und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns auf unserer Webseite zu besuchen. So verpasst du auf keinen Fall die neuesten News aus der Kryptowelt. Und wenn du Bitcoin und andere Kryptowährungen sicher online kaufen möchtest, dann packen wir dir dazu einen Link in die Videobeschreibung. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.